Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Doom and Destiny Worlds in einer neuen Folge. Ich muss mal kurz jetzt Inventar gucken. Ich befürchte nämlich, dass ich echt platzmäßig eher ein bisschen schwierig gerade bin, weil die sind auch voll. Ja, ich bin komplett voll fast. Gut, ich hätte ein paar Sachen zum Verkaufen natürlich noch. Oh, da werde ich gleich richtig schön begrüßt. Das Problem ist nur, ich habe ja keine Typen, die mir was verkaufen. So. Betäubung, natürlich. Das ist sogar Abwehr. Da. Oh, ach toll, Mike ist auch stark geworden. Mag ich gar nicht, weil dann kostet das Zaubern auch so viel mehr, was mir keiner gesagt hat, ja. Es war nie Teil des Deals, weißt du? So, komm, ich mach da trotzdem Frostbeule. Weicht da wahrscheinlich eher aus, oder? Nee, nicht mal, cool. So. Ich schlag da drauf und dann ist er vielleicht ganz tot. Ich hätte jetzt darauf gewartet, dass er wieder ausweicht. Nun, natürlich, ja, stehlen, ich weiß schon. Ja, oh, ich habe da nicht nochmal gedrückt. Also habe ich offensichtlich schon, aber gut. Das Spiel manchmal, ne? So, dann da rein. Werde ich auch gleich begrüßt. Ah, sogar gleich alle drei auf einmal, okay. Das ist mir eigentlich ganz recht. So, wenn ich dauernd daneben schlage, ist nicht so cool. So, das passt. Das ist eher schlecht. Auf Mike gehen ist ganz böse. Ja, der Mike ist der, der es am allerwenigsten aushält. So. Oh, cool, Level Up. Er ist schon wieder stark. Okay, komm, dann machen wir einen normalen Angriff. Ja, super. Gegenangriff. Ja, toll. Noch ein Gegenangriff. Cool. So. Schauen wir mal. Ja, es müsste eigentlich schon ganz gut gehen. So, dann mache ich hier einen Mega-Tornado-Strom-Todesschlag. 12. Oh, cool. Na toll, Mike ist jetzt... Verbrennt Mike natürlich. Ah ne, hat er sogar überlebt. Okay, cool. Ja, dann müsste ich eigentlich das in der Runde ja eher auch schaffen. Hoffe ich zumindest. Sehr gut. So, und hier machen wir weiter auf die nächste Stufe. Und was haben wir da jetzt? Gewährt Resistenz gegen Dinge. Ja, keine Ahnung. Der normale Angriff fügt plus einen Schaden hinzu. Ja, wunderbar. So, ich würde das Zeug gerne mitnehmen, aber kann ich nicht, weil ich darf ja die Sachen hier nicht kaputt hauen. Und ich weiß nicht, warum, dass ich da nicht nach unten springen kann. Ja, ja, klauen ist eine schlimme Tat, ich weiß. Ich kann aber da nicht nach unten. Okay, ich kann leider meine Belohnung nicht mitnehmen. Jetzt bin ich echt ein bisschen sauer. Ja, jetzt muss ich leider wieder schlafen gehen, weil ich konnte meine Belohnung nicht mitnehmen und das war echt nicht schön. Ich meine, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ich glaube, ich werde jetzt ganz kurz... So, wir rasten und dann werde ich ganz kurz, also wirklich ganz kurz, unter Anführungszeichen, ja, ganz kurz, zurückgehen in mein Lager. Weil, wie gesagt, ich bin quasi voll. Ja, meine ganzen Rucksäcke, man sieht, die sind fast komplett voll. Und ich hätte, boah, wo war der Typ zum Verkaufen? Hier war doch auch so ein Typ zum Verkaufen, oder? Wo war denn der? War der hier drin irgendwo? Weiß gar nicht mehr. Irgendwo war der doch. Oder weil laut Karte müsste der auf der Insel. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der genau war. Nee, komm. Ich fahre kurz zurück. So, die Frage, wo steht denn mein Bötchen? Achso, da steht eh genau da unten. So, in mein Boot. So, und dann müssen wir da geradewegs nach oben, glaube ich. Ja, weit nach oben. Ja, genau, einfach, ja, geradewegs nach oben will ich nicht, weil da stoße ich wieder auf eine andere Insel, die ich ja nicht mitnehmen kann jetzt, oder mitnehmen will. Oh, jetzt bin ich wieder gegen... So, okay, da sind Kisten, ja. So, wenn ich das so, die Schräge nach oben, das sollte ja passen. Genau, ja. Di-d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 i.
So. Weil theoretisch müsste ich da dann... Ja, so quasi. Ich meine, da wären Händler auf der Insel. Genau. Kaufen wir hier auf jeden Fall mal Zeug. Bitte kauf meinen Scheiß. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich kaufe die Sachen, weil ich hab echt zu viel Geld, ja. Ich habe nicht genügend Platz. Okay. Gut, Moment, ich verkaufe. Ja, ja, ist schon recht. Ich verkaufe jetzt erstmal Sachen. Also guck mal, die können wir auf jeden Fall. Dann kaufe ich mir das Ding noch schnell. So, und dann hier die Bücher können wir alle verkaufen. So, das, ich weiß nicht, Fiolen. Was ist denn das? Innereienmöbel. Okay, das ist wirklich auch eigentlich zum Verkaufen. So. Und die Dinge kann ich komplett verkaufen, weil die brauche ich ja eh nicht. So, was ist das? Doom and Destiny the Gathering. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde die Günzen wahrscheinlich auch weggeben, weil die brauche ich ja hier in dem Bereich nicht so. Komm, das Ding kann man verkaufen. Brauche ich ja nicht mehr, weil ich habe ja eine andere Fackel. Habe ich da jetzt drei? Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt alle verkauft? Weiß ich nicht. Moment. Egal, das müssen wir im schlimmsten Fall wieder zurückkaufen. So, die können wir beide verkaufen. Hat er noch Platz? Ja, Tafelgeschirr. Gott, ich habe so viel Müll mit. Und ich habe sehr viele Steine mit. Ich glaube, ich habe jetzt alle Fackeln verkauft, oder? Ein Tisch. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alle Fackeln verkauft. Nee, doch nicht. Er hat die noch. Wo hat der die? Okay, jetzt hat er sie ausgerüstet. Pff, keine Ahnung, er hat sie auf jeden Fall noch. Gut. Könnte ich noch was verkaufen? Irgendwas könnte ich noch verkaufen. Ach, die könnte ich auch noch alle verkaufen. Achso, der Händler hat nicht genügend Geld. Wie viel geben? Na komm, machen wir 62. Sehr schön. So. Gut. Genau, und jetzt links rüber. Rechts rüber, wollte ich sagen. In mein bescheidenes Zuhause. So. Rausgesprungen. Genau, und jetzt ist die Frage, die Kisten... Ah, da habe ich ja jetzt überall Zeug reingepackt, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich habe jetzt viele neue Kisten. Das ist die Frage. Moment, wenn ich jetzt ganz kurz, wenn ich jetzt hier da so ein bisschen sortieren anfangen will. So, wie war das? Rechter Trigger, so, genau. Wenn ich das hier so mache. So, genau. Und dann packen wir da noch ein paar Kistchen ran. Für den ganzen Müll. So, ich habe noch mehr Kisten. Die habe ich auch noch. Da habe ich noch zwei von denen. Wieso sind die jetzt... Ich habe keine Ahnung, warum das die beiden jetzt nicht offen waren. Würdet ihr bitte da hinten mal abhauen? Die Typen, ne? So, das habe ich aber... Eigentlich eine Kiste habe ich dann noch irgendwo... Genau, nämlich die, eine goldene Truhe. Die kommt dann... Ja komm, packen wir die da ran. Dann muss ich da noch ein Klötzchen hinsetzen. So, okay. Gut, dann haben wir auf jeden Fall da... Moment, ich habe da jetzt hier... rohe Klumpen. Habe ich da beide mit rohe Klumpen? Ja. Nee, doch, rohe Klumpen. Okay, ich habe sehr viel rohe Klumpen immer noch. So, Barren. Fadin. Rohe Fasern. Rohe Fasern. Okay.
So, und da kommen jetzt die ganzen Sachen rein, die ich jetzt so an Dinge sehe. Boah, was sind das? Veganischer gesegneter Stab. Rechtschaffender Zorn. Gut, Mike würde da mehr Feuerschaden dann machen. Aber ich glaube, dass der dafür dann Segnung und Heilen. Oh, da könnte ich heilen, okay. Ich pack den trotzdem in die Truhe. Wer will denn schon heilen? So, metallenes Sieb. Was haben wir da? Untersuchen. Ja, das würde schon auch coole Sachen bringen. Mal schauen. Ausrüsten. Francis würde aber Sachen... Gut, aber Francis braucht ja nicht zaubern. Nigel. Ja gut, der Einzige, der es brauchen würde, dem bringt es nichts. Also rein in die Kiste. Das Ding nehmen wir mit. So, an Gottes, ich muss auf jeden Fall das Ding da bauen dann. So, habe ich noch irgendwo Waffen, die ich nicht brauche? Nun, Chaco aus Koralle. Was können denn die? Machtspalter, Doppelschlag und Spalter. So, was wären die eigentlich? Müssen wir mal kurz gucken. Ausrüsten kann ich eh nur. Francis könnte ich es ausrüsten. Der wird schlechter und Johnny wird auch schlechter. Gut, dann kommen die. Komm. In die Truhe. In die Truhe. Das Ding packen wir auch in die Truhe. Das Ding packen wir auch in die Truhe. Ist das eigentlich das Zeug, was ich verkaufen wollte? Ich glaube, das ist die Verkauftruhe, ne? Ja, egal. So. Ich habe sehr viel Geld. Gut, jetzt ist aber die Frage, Moment, ich wollte ja eigentlich jetzt hier Herstellungs... nicht Verkehrsmittel, sondern Herstellungsstation. Was war da jetzt der magische Schmelzofen? Da brauche ich nämlich einen zweiten Zorn Gottes. Aber ich habe doch einen zweiten Zorn Gottes jetzt. Habe ich den nicht hier abgelegt? Oder habe ich den jetzt echt immer mitgeschleppt? Wahrscheinlich, oder? So. Füllen mit Reagenzien. Was haben wir da jetzt? Füllen mit Saatgut. Haben wir auch mehr. Okay. Ich werde das Zeug wahrscheinlich niemals mehr brauchen. Habe ich den echt? Ich glaube, ich habe den echt. Gut, Blöcke brauche ich nicht, weil die habe ich ja eh. Möbel. Okay, ich hatte irgendein Häufchen Elend offensichtlich drin. So, das füllen wir mit Stapel. Und das füllen wir auch mit Stapel von dem Zeug. Oder habe ich da, Moment, da habe ich doch jetzt irgendwas. Perle. Hatte ich da nicht so ein Perlending hatte ich doch. Ich habe immer noch schon wieder so viel Toilettenpapier. Hatte ich nicht so ein Perlenteil irgendwo gefunden? Schwefel. Nee, offensichtlich nicht. Okay. Gut, aber dann könnte ich zumindest Herstellungsstation, dieses Schmuckding könnte ich ja machen. Weil das habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? So ein Schmuckteil habe ich ja noch nicht. Nee. Okay. Kreieren und platzieren. So, das kommt dann daran. So, dann kann ich jetzt... Oder habe ich da irgendwas Neues noch? Magischer Amboss, den haben wir eh schon. Ja, der magische Schmelzofen, der... Ich brauche unbedingt irgendwo so Zorn Gottes. Gut, Destillerie haben wir ja auch schon, oder? Ja. Gut, aber jetzt kann ich auf jeden Fall Zubehör... Nee, wo war der Schmuck nochmal? Fadentasche. Die sieht ja lustig aus. Brandsatz. Ringe, genau. Jetzt kann ich die herstellen, oder? Ah, nee, könnte ich, hätte ich vorher auch schon. So, roter Ring und grüner Ring. Das ist spannend, das rote Ring. Achso, ich sehe schon, die kann ja nicht jeder verwenden, weil da musst du Stufe 10 sein. Komm, ich stell die auf jeden Fall mal her. So ein grüner Ring, da brauche ich Goldbahn, aber Goldbahn kann ich ja auf jeden Fall machen. Ressourcen, weil ich habe ja jetzt Gold, also bitte mach ein paar Goldbahn. So, ein Ringe, ein grüner Ring. Was war das für ein wildes Ding?
Dann habe ich jetzt nicht werfbares Zubehör. War da nicht auch so ein Portalding irgendwo? Gebrauchsgüter, Feuerzauber. Oh. Runenschild, okay. Gedankensymbol. Laternen. Waffen, ja, es gibt sehr viel, aber das muss ich irgendwann muss ich mir das alles dann nochmal durchsehen, dass ich da coole Sachen mache. Ich könnte natürlich jetzt da von denen ein bisschen mehr machen. Ey, was kostet eine Marginalbahn? Ja, komm, machen wir mal ein bisschen. Ah, da kann ich sogar andere Tinte hinzufügen. Okay, dafür ist die Tinte. Okay, verstehe. Cool. Weil das Gute ist, dass das auf 4 Feinde geht, dann habe ich auf jeden Fall was, was auf 4 Rauchbombe. Alle Verbündete Flucht. Ja, toll, das brauche ich nicht. So, Rüstungen, Helme. Ich konnte ich jetzt nicht irgendwo. Wo war denn jetzt diese... So, Saat brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist richtig cool. Man sieht hier, also da dieses Autoscaling ist manchmal echt das... Ja, das ist schön. Da sieht man die Doppel-L richtig gut. Okay, da könnte ich magische Tinte machen. Aber da kann ich jetzt nichts Neues. Ich würde so gerne... Ich würde so gerne den magischen Schmelzofen machen. Teleporter, den wollte ich eigentlich. Eldritch Muschelbahn, den kann ich wahrscheinlich auch noch nicht machen, oder? Kann ich Eldritch Muschelbahn schon machen? Nee. Gut, ja, und das mit dem Schmuck, weiß ich nicht. Magische Ringe herzustellen. Da brauchte ich ja gar keinen Schmuckding, da brauchte ich ja andere Sachen eigentlich. Ist das bei Zubehör? Nee. Möbel, Blöcke. Oh, eine Kürbislaterne, wow. Das möchte ich auf jeden Fall. Schminktisch. Toll. Truhe Abgrund. Diese Eldritch-Muschelbahn, keine Ahnung, wo ich die finde. Ja, die Teleporter wären wahrscheinlich schon praktisch, aber da kann ich auch diese Muscheldinge noch nicht machen. Naja, gut, hilft jetzt nichts. Muss ich jetzt gucken. Ich hab noch Bahn im Inventar. So, also nochmal hier kurz füllen mit rohe Klumpen. Ich weiß, ich könnte ganz kompliziert durch die Dinger auch durchswitchen, aber das geht nicht. Ja, weil da muss ich mit... So, Barin, sehr schön. Fadin. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich... Was habe ich denn jetzt sehr viel? Ich glaube, ich habe echt sehr viel Holz. Ich müsste ein paar Holzbarren... Ja, Holz- und Steinbahnen machen, ganz ehrlich. Mach da mal ein paar. Damit wir da unter... Sagen wir, unter 250 kommen. So, mit Steinbahnen das Gleiche. Alter, Stein habe ich ja richtig viel. Ich habe zwar keine Ahnung, wie hoch die Bahnen stacken. Ich glaube, ich könnte mir eigentlich dann Blöcke aus Stein und nicht aus Holz machen, oder? So, okay, roher Klumpen passt. Also das ist dann leer. Das ist gut, mein Inventar. So, aber da haben wir jetzt natürlich das Problem, dass die Barren wahrscheinlich hier... Ja, ich muss da mehr... Ganz ehrlich, wir werden jetzt das Zeug hier... So, das werden wir alles... Ich mache das jetzt anders. Ich werde nämlich da beide Kisten mit Bahnen befüllen und die beiden Kisten mit Fäden. Dann kann ich die... nee, ich möchte den Behälter nicht bestellen. Ich würde gerne alles nehmen und dann hier noch füllen mit Barren. So, okay. Dann haben wir 2 Barren Rohmaterial und da haben wir das Fadenrohmaterial. Genau. Oder? Genau. So. Es ist nur blöd, jetzt muss ich das Zeug alles mitnehmen. Muss ich leider dann nochmal aussortieren. Weil da kommen dann Fäden rein. Genauso wie da dann auch Fäden reinkommen. Also jetzt erstmal alles wegnehmen. Und da würden auch Fäden reinkommen.
Fäden habe ich nur jetzt keine, ist klar. So, und die Kiste, was war das jetzt? Okay, da kommt Füllen mit Reagenzien. Ja, von mir raus. Ich weiß nicht, warum das eine Reagenzie ist. Bürobedarf. Das ist doch keine Reagenzie. Das ist Bürobedarf. Wenn ich da jetzt nochmal sage, füllen mit Reagenzien. Ja, er packt das wieder rein. Das spielt manchmal, ne? So. Wird das meine Waffenverkaufkiste, hätte ich gesagt. Beziehungsweise nicht Waffenverkauf, sondern Waffen... Ja doch, Waffenverkauf. Oder das ist die Waffenverkauf. Und dann die andere, also die ganz hinten, wird dann die Waffenbehaltekiste. Weil zum Beispiel, ich möchte den Ring auf jeden Fall behalten. Was kann denn das Ding? Heilen und Selbstheilung. Ja, weiß ich nicht. Ist A. Nee, komm, A brauche ich nicht und B brauche ich auch nicht. Das wird alles verkauft. So. So, was haben wir dann noch hier? Ach, die Saatgutdinger haben wir auch noch. Genau, die muss ich auch noch woanders hinpacken. Wo ist jetzt der andere Ring gelandet? Das brauche ich auch. Das ist auch A. Ich werde da nur Kategorie S behalten. Aber wo ist der andere Ring jetzt gelandet? Da, den möchte ich schon. Ich meine, der ist zwar... Würdest du den bitte zur Truhe bewegen? Danke. Genau, und sonst, glaube ich, brauche ich, habe ich nichts, was jetzt irgendwie... Nee. Gut. So, nein, nein, bitte nichts sortieren. So, das kommt zur Truhe, das kommt zur Truhe, das kommt zur Truhe. Ich nehme das jetzt mal mit, weil das verkaufe ich einfach nächstes Mal. So, das kommt zur Truhe. Das kommt zur Truhe, das Ding kommt zur Truhe, das kommt auch zur Truhe und das ist auch Ausrüstung, kommt auch zur Truhe. So, was bringt eigentlich der Kürbis? Okay, das ist nur ein Additiv. Ach Gott. Immer die Menüführung ist mir manchmal echt ein Rätsel. Ach Cloud, hör doch auf, dich dauernd zu beschweren. Ja, es tut mir ja leid. So, das kommt in die Kiste. So, und das Zeug, das haben wir noch. Was ist denn das eigentlich? Okay, ich habe jetzt sehr viel Extrakte. Die sollte ich vielleicht auch mal nehmen, weil die klumpen auch das Inventar schön zu. Schwefel. Was ist eigentlich Schwefel? Explosiv. Okay, das wäre wahrscheinlich so eine Zutat, oder? Weißt du was? Ich würde da... Ach, jetzt habe ich die drei Fackeln auch noch. Warum habe ich drei... Habe ich... Hä? Ich dachte, ich habe die verkauft. Habe ich jetzt noch eine Fackel? Ja, habe ich ja immer noch. Okay, das ist ja... Ich habe keine Ahnung, wo diese drei Fackeln jetzt herkamen. Achso, die hatte ich wahrscheinlich noch hier im Netz. Okay. So, da sind die Fäden. Dann würde ich sagen... Ich weiß, die Kistenfarben passen nicht. Die Kiste wollte ich nicht öffnen. Ich wollte die andere öffnen. So, dann kommt da jetzt Saatgut rein, hätte ich gesagt. So, Saatgut. Okay. Dann hätten wir da... Was könnte man denn da reinsortieren, was ich jetzt nicht dauernd mitnehmen muss? Was ist denn die Perle? Okay, keine Ahnung. Ich wollte die zweite Kiste... Boah, das ist so doof. Man steht vor der Kiste, mit einem Druck macht man beide auf. Wer kommt auf so einen Schmarrn? Ja, das ist ja echt irgendwie doof. So, was ist Kohle? So explosiv, oder? Kann ich da explosive Sachen reinpacken? Tränke, Essen, Saat, Reagenzien. Ja komm, ich könnte da weitere Reagenzien reinpacken. Weil die andere Reagenzien ist eh so voll schon. Okay. So, habe ich jetzt nicht da unten. Was ist da? Da könnte ich jetzt diese Mondperle noch reinpacken. Toll, jetzt habe ich da natürlich unterschiedliche Eldritch Words, ist eh klar. So, kurz füllen mit Stapel. Habe ich sonst eh nichts mehr? Nein. Hier auch füllen mit Stapel. Gut, Papier habe ich keins mehr. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen Papier noch sparen sollen. Da sind Möbel drin, die braucht kein Mensch. Gut, und das ist... Ah, okay. Ich... Ganz ehrlich. So. Wo habe ich die Mondperle jetzt reingepackt?
Dann packe ich nämlich das Zeug nicht da rein, sondern in die Kiste. So, dann packen wir einmal das rein und einmal die Scherben rein. Und dann sage ich hier füllen mit Stapel. So, gut. Und gerne auch bestellen. Bitte einmal bestellen. Ich habe keine Ahnung, warum das der nicht sortiert. Es ist so doof. Dieses Spiel manchmal. So, warum ist da... Ich habe das natürlich jetzt in die... ich hasse diese Mechanik, dass der auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee ist, zwei Kisten gleichzeitig zu öffnen. Ich verstehe das nicht, Spiel. Warum machst du das? Warum? Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist doch keine gute Idee. Oder ist das ein Bug, den die nicht mehr wegbekommen haben? Das ist so doof. Ja, und da jetzt auch. Warum hat jetzt die andere Kiste... Ach Gott. Nee, das ist einfach... Das ist mir unbegreiflich. Unbegreiflich ist mir das, ne? So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier sonst noch, was ich gerne... Warum brennende... Ach so, weil das der Nigel hat. Na, egal. So, das Zeug nehmen wir alles mit. Ich könnte da natürlich jetzt eine Kiste, werde ich mit Münzen, glaube ich, befüllen oder so. Ja gut, ich habe jetzt sehr viel von diesen Schriftrollen gekauft. Ja komm, dann befüllen wir die. Was bist du für eine Kiste? Was ist eigentlich die Kiste da oben? Was war da nochmal drin? So, komm, dann nehmen wir alles mit. Dann machen wir da unten noch eine zweite Reagenzienkiste. Oder war da irgendwo nicht noch eine? Ja komm, füllen mit Reagenzien. Dann füllen wir eben... Hier die letzte. Ja, das ist so toll. Füllen wir die auch noch mit Reagenzien. Ich könnte die unten eigentlich alle mit Reagenzien füllen. Ah, ich sehe schon, weil da... Ja, gut, weil es sehr viel Reagenzien gibt. Alles klar. So, dann wird das nämlich meine Goldkiste. Wo wir jetzt echt ein bisschen Gold rein... Weil, guck mal, ich meine das. So, zur Truhe bewegen, zur Truhe bewegen... Wir haben eigentlich den mit dem Bankkoffer. Ja, und da ist irgendwie alles voll, ne? So. Ich glaube, es reichen 999. So. Genau, so passt das. So. Gut, ja, jetzt haben wir sehr viel Inventarmanagement gemacht. Der hängt da irgendwie und will nicht. Ja, aber wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Und das wird für mich eine neue Aufnahme, weil ich muss jetzt leider... aufhören. Also, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.